Eigenkapital. Warum ist Eigenkapital so wichtig? Und ich habe euch heute die 9 besten Tipps mitgebracht, wie ihr noch mehr Eigenkapital zusammenbekommt. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen als Familie ins Eigenheim. Und heute sprechen wir über das Thema Eigenkapital. Und das ist ein sehr spannendes Thema, weil das, was den meisten Leuten, den meisten Familien fehlt beim Thema Baufinanzierung oder wenn man sich ein Haus kaufen will, ist Eigenkapital. Also davon kann man ja nie genug haben. Das stellt sich so im Laufe der ersten Gespräche immer raus. Und warum ist Eigenkapital überhaupt so wichtig? Die Bank finanziert auf der einen Seite den Kaufpreis des Hauses, also als Beispiel mal 250.000 Euro. Und dazu kommen ja noch die Nebenkosten, das heißt Grunderwerbssteuer, Notarkosten, Eintragung ins Grundbuch, eventuell sogar noch Maklerkosten. Und diese Kosten belaufen sich immer so auf 8-15%. Und bei einer ganz einfachen Rechnung, bei einem Haus, was 250.000 Euro kostet, zahlt ihr erstmal bei 10% Nebenkosten 25.000 Euro an Nebenkosten. Das heißt, wenn ihr diese Nebenkosten mitbringt als Eigenkapital, dann habt ihr eine sogenannte 100% Finanzierung. Das ist jetzt ganz einfach gerechnet. Jede Bank variiert da nochmal, wie das genau bewertet wird, aber ganz einfaches Beispiel, 100% Finanzierung ist, wenn ihr die Nebenkosten mitbringt. Wenn ihr jetzt noch sagt, wir haben noch mehr Eigenkapital, dann habt ihr die Möglichkeit, nochmal 10%, 15%, 20% mehr mitzubringen, dann habt ihr eine 90% Finanzierung, eine 85% oder eine 80% Finanzierung und dementsprechend habt ihr immer einen geringeren Zins bei der Bank. Ja, wenn ihr jetzt bei der Bank für eine 100% Finanzierung ein Angebot bekommt über 1,5%, also der Zins, den ihr an die Bank bezahlt für den Kredit, dann sinkt er auf 1,2, auf 1,0, auf 0,9, desto mehr Eigenkapital ihr mitbringt. Ja, und deswegen ist Eigenkapital so wichtig. Und jetzt in Zeiten von Corona ist Eigenkapital noch wichtiger geworden. Ich erlebe das jetzt gerade, weil wir uns gerade in dieser Wirtschaftskrise befinden, beziehungsweise gerade zu Beginn. Und ich bekomme hier jeden Tag auch die Nachrichten von den Banken rein und sehe ja, was abgeht. Die Zinsen sind immer noch günstig, aber die Bedingungen, die Konditionen der Bank verändern sich einfach, ja, weil die wollen nicht mehr so ein hohes Risiko eingehen. Die eine Bank schreibt eine Nachricht und sagt, wir finanzieren aktuell keine Selbstständigen. Andere Banken sagen aktuell, wir wollen mehr Eigenkapital sehen. Wir machen nur noch 90% Finanzierungen. Das sind die Themen, warum Eigenkapital so wichtig ist. Und ich habe euch ja eben schon gesagt, ich habe euch 9 wichtige Tipps mitgebracht. Wo bekommt ihr noch Eigenkapital her? Und Tipp Nummer 1 ist tatsächlich der Bausparvertrag. Der Bausparvertrag ist absolut underrated, also absolut unterschätzt. Ja, viele sagen, ja, da bekommst du ja gar keine Zinsen, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Ja, ein Bausparvertrag ist auch nicht unbedingt da als Renditeobjekt. Wenn ihr Rendite machen wollt, dann müsst ihr in Aktien, in Fonds, in ETFs oder in andere Anlagemöglichkeiten investieren. Ein Bausparvertrag ist ganz klar dafür da, dass man irgendwann mal bauen möchte. Und die Leute, die irgendwann mal einen Bausparvertrag abgeschlossen haben, weil die Oma oder wer auch immer mal gesagt hat, Jung, schließen Bausparvertrag ab, die haben heute Kohle, die haben heute nämlich Geld, ja? Die vor 5 oder vor 10 Jahren einen kleinen Bausparvertrag abgeschlossen haben, über 25.000 Euro. Wenn der heute zuteilungsreif ist, dann rechnet die Bank diese 25.000 Euro als Eigenkapital voll an. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja, so viel zum Thema Bausparvertrag, werde ich wahrscheinlich nochmal ein extra Video zu machen. Ja, dann Sparverträge im Allgemeinen, sprich Lebensversicherungen, wenn die beliehen werden können, Riester-Verträge, auch Riester-Verträge, die sind ja irgendwann mal geändert worden, dass die auch für die Eigenheimfinanzierung verwendet werden können. Genau, das kann dafür verwendet werden. Dann Tipp Nummer 3, ein klassisches Tagesgeldkonto. Jetzt sagt der ein oder andere sich wieder, ja, aber da kriege ich ja gar keine Zinsen. Genau darum geht es ja. Ja, wenn man da einen Zins bekommt, ist schön, ja, als Inflationsausgleich. Die letzten Jahre gab es aber nicht viel und in Zukunft wird es wahrscheinlich auch nicht viel geben. Vielleicht aktuell erhöht die ein oder andere Bank, ja, weil die viel Geld haben wollen, aktuell, damit die das Geld auch wieder verleihen können an die Unternehmen.
in der Krise. Aber ein Tagesgeldkonto ist dafür da, um einfach das Geld da zu haben, damit man flüssig ist. Und das ist auch das Wichtige. Ja, ich hatte vor 2-3 Monaten, ich habe ja regelmäßig Gespräche mit Kunden, die mich ja auch fragen, wie kriegen wir mehr Eigenkapital, jetzt in ETFs, in Fonds investieren. Ich sage, wenn ihr kaufen wollt, dann legt das ganze Geld nicht in Aktien und in Fonds an. Im Gegenteil, schichtet um. Ihr müsst einfach diszipliniert sparen. Ja, ihr müsst einfach eure Sparquote erhöhen, wenn ihr mehr Eigenkapital haben wollt. Und zack, ich saß dann vor ein paar Wochen wieder da, als die Krise eingeschlagen ist und direkt 15-30% die ETF-Fonds und die Aktien eingestürzt sind. Und da stand ich natürlich jetzt da, ne, unterm Licht und ne, habe gesagt, vor 2-3 Monaten habe ich es noch gesagt und jetzt ist es eingetreten. Die haben ja zum Glück auch nicht mehr eingesetzt da oder haben da nicht mehr Geld investiert, aber das ist auch der Punkt 4, in Aktien, Fonds, ETFs nur zu investieren, wenn man das Geld übrig hat. Ja? Aber das kann halt auch eine Lösung sein. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr unsichere Lösung, die ich nicht unbedingt empfehle. Punkt Nummer 5 oder Tipp Nummer 5 ist die vorgezogene Erbschaft, Schenkung. Fragt einfach mal in der Familie rum. Vielleicht habt ihr ja irgendwo noch eine reiche Oma oder eine reiche Tante, eine Großtante, die vielleicht einfach ein bisschen Geld hat. Ja? Die sind bestimmt dazu bereit, euch das Geld auch für eine Immobilie zu geben, wenn ihr das Geld nachher sowieso bekommt. Sprecht einfach mal mit denen darüber, welche Möglichkeiten es gibt, wenn es heute die Möglichkeit für euch gibt, eine Immobilie zu kaufen. Einfach mal offen darüber sprechen. Ich weiß, der ein oder andere spricht nicht gerne über Geld. Das ist man in manchen Familien sogar so fest verankert. Aber hier geht es nun mal um Geld und deswegen muss darüber auch offen gesprochen werden. Ja, der nächste Punkt ist tatsächlich, das Geld zu leihen bei der Familie, beim Arbeitgeber. Einige Unternehmen bieten es an, dass man dort einen Kredit nehmen kann bei der Firma selber. Jetzt fragt man sich, warum soll ich denn bei jemand anders einen Kredit nehmen und dafür einen Zins bezahlen? Das ist ja total unlogisch. Dann kann ich ja direkt das Geld bei der Bank bekommen. Ja, das ist richtig. Aber wenn ich mehr Eigenkapital habe, bekomme ich ja langfristig einen günstigeren Zins bei der Bank. Und darum geht es ja, dass ich den großen Kredit, den ich für das Haus abschließe, dass ich dafür einen günstigen Zins bekomme. Und da kann ich einen Privatvertrag abschließen mit jemandem, wo ich mir Geld leihe. Vielleicht geht das sogar innerhalb der Familie zinslos, um einfach einen günstigeren Kredit zu bekommen. So, dann als 7. Punkt habe ich hier das Thema Nebenjob, nebenberufliche Selbstständigkeit. Ja, Nebenjob, nebenberufliche Selbstständigkeit. Geht einfach mal in euren Keller und schaut einfach mal in eurer Wohnung, was habt ihr denn da an Sachen rumliegen, die ihr eventuell bei eBay verkaufen könnt. Ja, bekommt ihr vielleicht irgendwie eine Steuernachzahlung? Habe ich auch letztens beim Kunden erlebt, hat er 4.000 Euro Steuernachzahlung noch bekommen. Jetzt haben die ein Haus gefunden, hilft natürlich enorm weiter. Ein paar tausend Euro kommen schnell zusammen, wenn ich einfach mal schaue, was habe ich im Keller rumliegen. Ein anderer Kunde von mir geht nebenberuflich noch Gärten machen, ja, und macht das nebenbei und verdient sich da auch nochmal Geld dazu. Welche Möglichkeiten habt ihr, um nebenbei nochmal Geld zu verdienen und einfach diszipliniert zu sparen? Ja, jetzt kommt vielleicht so ein bisschen auch der Gedanke auf, ja, das dauert ja, bis ich Geld zusammen habe. Ja, das ist richtig, das dauert. Aber ihr solltet euch schon auch Zeit lassen, wenn ihr jetzt das Geld noch nicht habt, und habt vielleicht auch noch nicht die Traumimmobilie gefunden, lasst euch nicht von euren Emotionen leiten, jetzt einfach nur schnell zu kaufen, des Kaufens willen. Ja, ist meine persönliche Meinung jetzt an dieser Stelle. Ja. Weil ihr seid ja die nächsten 10, 15, 20, 30 Jahre in dieser Immobilie auch drin. Und auch in dem Kredit drin. Und da muss man sich halt überlegen, für wie viel kaufe ich mir das Ganze ein? Was bin ich da bereit zu machen? Ja, ihr wollt wahrscheinlich auch noch leben, ihr wollt auch noch in den Urlaub fahren und euch auch noch andere schöne Dinge erlauben und euren Kindern bestimmt auch. Das ist jetzt nun mal so by the way. Ja, dann der achte Tipp ist die Eigenleistung. Muskelhypothek auch gerne genannt. Das heißt, wenn ihr eure Immobilie gefunden habt und wollt diese Immobilie aber noch modernisieren, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, Handwerker zu beauftragen.
und die komplette Arbeitsleistung und das Material zu bezahlen, ja, also die komplette Rechnung sozusagen. Oder ihr macht es in Eigenleistung, das heißt, ihr habt Freunde, Bekannte oder auch selber handwerkliches Geschick, dass ihr selber Dinge am Haus machen könnt. Ja, und dann in Eigenleistung. Das wird von der Bank in der Regel angerechnet und bei der einen Bank mehr, bei der anderen Bank weniger. Und dann müsst ihr ja nur das Material kaufen und das könnt ihr natürlich auch zusätzlich finanzieren. Ja, und dann der 9. Tipp. Eine Hypothek auf ein anderes Haus aufnehmen. Vielleicht habt ihr in der Familie, meistens ist es so, dass man das innerhalb der Familie macht, vielleicht habt ihr in der Familie schon eure Eltern oder Oma, Opa, vielleicht habt ihr schon abbezahlte Immobilien, abbezahlte Häuser und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dort eine Hypothek aufzunehmen. Also, dass die Bank sagt, wir tragen da jetzt nochmal irgendwie 100.000 Euro ein, weil euch das wird wie Eigenkapital angesehen bei der Bank und ihr bekommt halt wieder einen günstigeren Zins. Ja. Das waren die 9 Tipps zum Thema Eigenkapital. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, warum ist Eigenkapital so wichtig? Ja, aufgrund der Nebenkosten plus des geringeren Risikos für die Bank. Ja, desto weniger Risiko für die Bank, desto mehr Eigenkapital ihr mitbringt, desto günstiger ist der Zins für euch. Und natürlich die 9 Tipps, die zähle ich euch jetzt nicht nochmal auf, schreibe ich euch aber unten nochmal rein in die Beschreibung beziehungsweise im Blog könnt ihr es nachlesen. Der folgt wahrscheinlich erst ein paar Wochen später, der Blog. Und ja, das waren die Tipps nochmal zusammengefasst. Als nächstes Video könnt ihr euch freuen auf das Thema Immobiliensuche. Wo findet ihr denn die richtige Immobilie? Und da habe ich euch nicht nur den Klassiker-Tipp mitgebracht auf den normalen Online-Suchportalen, sondern noch einige andere Tipps, wo ihr euch drauf freuen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt den ganzen einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen, Kommentare, schreibt es einfach hier unten rein. Würde mich freuen. Ansonsten alles Gute, viel Spaß bei der Eigenkapitalbeschaffung und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.